Und momentan kommt da auch kein anderer rein. Dass man da nämlich reinkommt, muss man etwas tun. Und zwar mache ich kein Box for Box oder eben Empfehlung für Empfehlung, sondern der Channel muss irgendwas haben, was mich auch persönlich interessiert, was ich meinen Zusehern hier empfehlen könnte. Das heißt, wenn ihr jetzt Let's Plays macht und ihr macht da irgendwie Let's Plays, dann werdet ihr sicher. Also, irgendwie Let's Plays meine ich jetzt nicht, dass ihr. Einfach meine ich jetzt so, dass ihr einfach nur Let's Plays raushaut, weil es euch gerade gefällt. Sondern ihr müsst ja schon einen gewissen Grad an Leistung dahinter haben. Dann bin ich gerne bereit, euch da auch zu empfehlen. Nicht genügend Energie. Aber wie gesagt, dafür müsst ihr was tun. Wie Opner gibt mir immer wieder gerne Tipps für Anno 1404, wenn ich mal irgendwie einen Tastendruck vergesse oder was. Oder irgendeine besondere Fähigkeit eines Schiffes oder anderen Objekts. In diesen Gruben werden toxische Minen und Plasmaabfälle gesammelt, die in Steinsilos und Erzprozessoren weiter oben an der Klippe anfallen. Oder er hilft mir auch bei diversen Wissenslücken weiter. Wenn ich zum Beispiel mal nicht weiß, was ich da genau dafür gebraucht habe, um ein bestimmtes Teil zu kriegen, dann sagt mir der meistens, okay, das war das oder das. Und damit hat er sich eigentlich schon mehr als qualifiziert dafür, dass ich in dieser Box auftauche. Ja, flüchtet, ich weiß nicht. Flüchtet. Hauslos ab. Hey, ich habe noch gesehen. Und hier werde ich es zeigen. Eben noch die Übung, jawohl. Ja, das wär's gewesen mit dir, du kleines Mistvieh. Ich schlage mich jetzt hier im Weg durch. Sofern davon durchschlagen, ob da eine Rede sein kann, mal schauen, was alles kommt. Au. Oh. Ja, das hat vielen die Energie gekostet. Ich sammle da mal alles ein, sonst verschwindet das wieder, das will ich nicht. Jetzt mache ich euch noch schnell platt und dann weiter. So. Langsam reicht es mir nämlich auch mit dieser Mission. Obelisk-Zugriff erfolgt. Die entziehe ich die Energie des Kerns. Vielleicht sieht das so aus, ne? Ich gehe nichts. Die Dynosphäre kann sich jetzt auch verabschieden. Der Strahlepot auch, so. Railpod oder wenn man auch immer aussprechen soll, kann, will. Da kann man. Energiereserven niedrig. Ja, Pech gehabt. Na gut.
Ah, ihr geht schon wieder raus, genau. Jetzt spiele ich die Mission zum dritten Mal und kenne sie immer noch nicht. Naja. Gut, da hinten ist Obelisk, den holen wir uns, aber ich werde dieses Mal definitiv nicht alles wieder so abstauben. Schon cool, wenn sich viele Angst haben. Ja, der kann so nicht jetzt ausweichen soll. Gesundheitsreserve niedrig. Ist auch wieder Arborus-Fähigkeit bedient. Die haben eine Melee-Angriffe, die haben auch irgendeine Nahkampfangriffe. Erfolg. Allerdings würde ich vielleicht mal auf einen Heldenwechsel überlegen. Ich werde es gleich auf Magnus wechseln. Erinnert mich auch irgendwie ein bisschen an Brennen, die Sonnenfaust. Der hat auch einen Meteor und ja, egal. Raketenwerferteile, kriegen wir auf den Senkel, aber echt. Da ist er still. Jetzt würde ich dir die Sprache verschlagen. Dann der Rakete auch. Ja, Wahnsinn. Die zerfetzt ja wieder Weihnachten. Wie hier ein Fest hält. Energiereserven niedrig. So cool seine Fähigkeiten auch sind. Rein vom Energieverbrauch her, Katastrophe. Volle Brandkanne daneben. Also. Maul. Nein. Also wieder mit der Distanz immer stärker, deswegen. Irgendwas war da, ich wusste es. Ich habe den Namen tatsächlich Fuß für Cyborgs erhalten. Rechts oben die Karte spielt sich gerade leicht bei mir. Aber geht's weiter. Verdammt. Ja, da ist es gerade leicht geleckt. Ich vermute auch, dass es daran liegt, dass nebenan, also keine 20 Meter, keine 2 Meter weiter, Entschuldigung, mein Laptop-Videos hochlädt, die ihr anschauen könnt, während ich hier was wieder aufnehme oder die nächsten Folgen dann schon aufnehme. Weil ich mich jetzt wieder verstärkt auf die Aufnahmen konzentriere. Weil ich das eine Zeit lang ziemlich, lasch laufen habe lassen. Aber das ist bei mir um die Jahreszeit auch beruflich bedingt. Wir haben Hauptsaison gerade und da läuft gerade irgendwie halt stressig. Ich bin jetzt nicht der Computer-Nerd, der nur wirklich vorm Rechner sitzt und Spiele spielt, aufhängt und die online stellt und dann 24 Stunden täglich auf YouTube on ist. Ich schaffe es maximal 16 Stunden täglich. Da bin ich gut. Nicht genügend Energie. Verdammt. Ich wechsle mal. Die wollte ich haben, genau. So. Zweimal die falsche Taste gedrückt, bis ich geschnallt habe, was überhaupt abläuft.
So. Oh mein Gott. Ich warte auf den Big Boss und der kommt nicht. Ah, das ist diesmal ein anderer. Ja, schau mal an. Das glaube ich ja jetzt nicht. Erinnert euch an den Boss vom letzten Mal. Das ist ein riesiger Grenadier. Jetzt ist er so ein Superlaser. Ja, ich sehe auch's nicht. Gesundheitsreserven niedrig. Wo ist meine Fee? Mein Kobold. Heldenwechsel. Gesundheitsreserven weg. Energiereserven niedrig. Ich glaube, ich sterbe. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Ja. Verbindung beendet. Das ist weniger cool, ich sehe gerade auch herzlich wenig. Auch da vorne feigen Dinger hier, das ist ja nicht Wahrheit. Ja, der hat sich jetzt in die Luft gesprengt. Das fand ich auch weniger cool. Wir haben dir noch kein bisschen Leben entzogen, das kann's ja auch nicht ganz sein. Ja, ist auf jeden Fall ängstigt. Deine Lebensenergie ist hier vorne, ist übrigens eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Schade, dass wir so eine lange Aufladezeit haben. Das ist genauso wie mit der Netztransfusion, wo man ziemlich viel Energie vom Gegner absaugen kann. Die einem selbst zugute kommt. Diese Nekro-Krieger sind verdammt gut. Allerdings ist der Nachteil vom Lebensenergie-Siphon, dass der mehrere Gegner gezielt ist und nicht auf einen, so wie die Netztransition. Die Lebensenergie-Siphon ist auf einen gezielt. Overdrive aktiv. Tja, damit ist er gefallen. Beendet. Das wär's gewesen. Endlich geschafft. Ja, auch hart, dass die Bosse in den Zwischenlevels quasi Zufall sind. Cyber und Quanten. Naja. Immerhin eine 24%ige Chance auf ein seltenes Objekt. Naja. Gut. Wir wollten... Also ich wollte jetzt... genau. Mal schauen, was es dann Upgrades gerade gibt für Schiffstriebwerk. Damit könnte ich 4 Stufen der Dachsbedrohung zusammenfassen. Und quasi 4 Missionen hintereinander spielen. Damit erhöhen wir die Wertebegrenzung. 4000 DNA brauchen wir für die dritte Gruppe. Ich erhöhe jetzt die Wertebegrenzung. Kauf mir aber nicht die Schiffstriebwerke. Weil ich spiele sowieso immer nur eine Mission auf einmal. Ich verkaufe jetzt hier mal ein paar alte Objekte. Ich fange jetzt auch nicht bei den Waffen an, ich fange jetzt hier hinten an. 34, 35, ach du Schande. 25, 17, 19, 20, 23, 23, 25, 26,
ist angelegt. Verfeinerte Himmelsschütze Expertise. Weg. Und hier, die heben wir mal auf. Diese Low-Level-Objekte, sage ich jetzt mal. Also alles unter Stufe 30. Können wir ja ruhigen Gewissens entsorgen, weil da sind unsere Helden überall drüber.